I thought it was not bad. Vorwort? Okay, wir sind das Vorwort. Guten Abend. Dann gehört uns die Ehre, nicht hier nur dabei zu sein, sondern auch anzufangen. Das ist eine Berliner Band, Dr. Bajan. Wir haben schon ein paar Inhalte für sie vorbereitet. Ja, aber jetzt müssen wir ein bisschen Vertrauen gewinnen. Dann versuchen wir es mit einem Rock'n'Roll, dachten wir, das ziemlich universal ist. Also die Musik ist amerikanisch, die Sprache ist russisch, das geehrte Publikum ist deutsch. Verstehen Sie mich akustisch ungefähr? Ja? Gut. Ja, manchmal lacht man, manchmal nicht, das ist ganz unterschiedlich. Alles klar, dann spielen wir ein Rock'n'Roll. That's all right, Mama! Ja, einen recht schönen guten Abend. Mein Name ist Ernst Alfred Müller. Ich bin seit 16 Jahren der Leiter dieses Festivals, aber ich glaube, die meisten wissen das. Eigentlich sollte hier jetzt Carla Kniestedt stehen. Und
Ich glaube, jeder kennt sie vom RBB. Und vor einem Jahr stand sie auch wirklich hier. Ich saß heute beim Frühstück und meine Frau fragte mich, warum ich so unruhig bin. Ich sag, jedes Jahr geht irgendwas schief. Im vergangenen Jahr hatten wir das Ehepaar Haft aus München, Filmemacher Jan Haft, muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Die sind bis Dessau gekommen und dann war das Auto kaputt und unser Minister ist dann extra nach Bayern gefahren und hat die Medaillen überreicht. Also dafür nochmal einen Applaus. Ich begrüße also ganz herzlich den Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, Axel Vogel. Der wird gleich was zu uns sagen, aber erst möchte ich mal den Dr. Bayan, ach, der ist jetzt gerade, doch, ist da, den Dr. Bayan fragen. Er hat sich ja schon kurz selbst vorgestellt. Der Ursprung ist bei der Russendisco im Café Burger in der Torstraße, stimmt's? Ich befürchte, noch früher. Noch früher? Russendisco war doch nur eine Etappe. Und der Ursprung war in welcher Stadt? Ich komme aus St. Petersburg. Gut. Da ist der russische Rock'n'Roll. Der Russendisco haben Sie dann Ihre Frau kennengelernt. Gut, reden wir nicht drüber. Gut. Also, ich glaube, wir können heute Abend von Ihnen und Ihrer Band noch viel erwarten. Wollen Sie uns kurz sagen, wer zu der Band gehört? Die Namen und die Biografie. Also, zu Band gehören allerdings wir, also die Leute, die jetzt auf der Bühne sind. Und mit dem Namen erstmal Svetlana aus der Stadt Voronisch. Ja, ich dachte, dass diese Stadt angesagt ist. Wie man in Russland sagt, die Stadt der schönsten Frauen oder Mädels. Aber dafür gibt es eine Geschichte. Aber jetzt bin ich mit der Zeit sehr begrenzt. Nee, nach der Show. Nach der Show. So, die nächsten. Okay. Der Bassist Davide De Bernardi. Lago Maggiore. Also aus Italien. Hä? Aus Italien. Aus der Schweiz. Aus der italienischen Schweiz. Ja. Ich begrüße Sie herzlich. Und der Schlagzeuger? Der Schlagzeuger Steffen aus der Studentenstadt Heidelberg. Schönen Dank. Also, ich erzähle noch weiter vom Frühstück. Ich war so unruhig und prompt klingelt das Telefon und Carla Kniestedt sagt mir, dass sie leider heute nicht kommen kann. Gestern wurde ihr Vater notoperiert. Krebs wurde gefunden und das ist der Grund, weshalb sie nicht kommen kann. Aber ich begrüße auch ganz herzlich alle, die jetzt an der Übertragung teilnehmen. Und alle, die hier im Raum sitzen, alle Förderer des Festivals und natürlich die Preisträger, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Aber zuvörderst begrüße ich nochmal Axel Vogel und gebe ihm das Wort. Ja, lieber Ernst Alfred Müller, lieber Herr Professor Wiedemann, liebe Jugendjury, liebe Anwesende, was für ein Tag. 2600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute beim Klimastreik von Fridays for Future in Potsdam. Über 400 Orte in Deutschland mit über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein wahrer Friday for Future. Und heute auch die Preisverleihung der 16. Ökofilmtour, das Festival für Umwelt- und Naturfilm. Auch das ein wahrer Friday for Future, denke ich. Und die zweite Preisverleihung unter Corona-Bedingungen. Man kann sagen, ein Filmfestival, das so viel wie viele andere Dinge unseres Lebens im Krisenmodus stattfand und immer noch stattfindet. Brandenburgs Kinos waren ja bis zum 1. Juli geschlossen, also auch genau in dem Zeitraum, in dem üblicherweise das Festivalprogramm der Ökofilmtour gezeigt wird. Und es musste, wie schon im vergangenen Jahr, improvisiert werden. Und das kann ich heute sagen, ganz hervorragend geklappt. Trotzdem wünsche ich mir, und ich glaube, wir wünschen uns alle, dass 2022 wieder in den
gewohnten Modus gewechselt werden kann. Ich wünsche uns eine Ökofilmtour mit vollen Kinosälen und analogen Diskussionen von Angesicht zu Angesicht. Eine Filmtour nach der Pandemie. Aber Not macht erfinderisch und Krisen machen eben auch mitunter kreativ. Das hat sich im vergangenen und in diesem Corona-Jahr auch bei der Ökofilmtour bewahrheitet. Veranstalter wie der Kulturbahnhof Biesenthal, im Ökospeicher Vulko, in der Klimawerkstatt Werder oder dem Potsdamer Haus der Natur haben nicht darauf gewartet, dass der Lockdown aufgehoben wird, sondern sie haben Teile des Programms online, hybrid angeboten und sie haben auch die traditionellen Filmgespräche, die die Ökofilmtour auszeichnet, mit Filmemacherinnen und Expertinnen durchgeführt, online, vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber glaube ich ein. Und vor allen Dingen, die Corona-bedingt verspätet, startete die Vorführung der Filme vor Publikum auch in den Open-Air-Kinos, wie zum Beispiel nach dem Kinderfest im kleinen Spreewaldpark in Schöneiche vor 2 Wochen, vorige Woche in Wandlitz oder am 1. Oktober wird mit dem Film über Peter Wohlleben auf der Inselbühne der Potsdamer Freundschaftsinsel fortgeführt werden. Und mit der heutigen Preisverleihung wird die 16. Ökofilmtour auch noch lange nicht vorbei sein. Und das, obwohl bereits die Einreichung der Beiträge für das Jahr 2022 begonnen hat, werden die Filme der diesjährigen Ökofilmtour noch weiter gezeigt. Und 80% des Festivalprogramms wird auch weiterhin in Mediatheken angesehen werden können. Und wer heute Abend noch nicht weiß, was er tun soll, kann ja ein bisschen stöbern. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, all diejenigen, die hier als Förderer und Fördererinnen, Partner und Partnerinnen der Ökofilmtour anwesend sind, die Filmschaffenden, aber auch die Zuschauerinnen, die auf dem Live, die heute Abend via Livestream zugeschaltet haben. Brandenburg ist ein Filmland. Nicht allein wegen seiner weltberühmten Babelsberger Studios und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, auch wegen seiner Festivals. Brandenburg will auch ein Festivalland sein. Wir haben beispielsweise das Filmfestival Cottbus, Festival des osteuropäischen Films, das Filmfestival Eberswalde, die Provinziale, das internationale Studentenfilmfestival Sehsüchte in Potsdam. Wir haben Film ohne Grenzen in Bad Saarow, die übrigens dieses Jahr Jan Haft auch zu Gast hatten mit dem Film Heimat Natur. Wir haben das jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg, die Lausitziale. Und wir haben eben bereits seit 1991 die Ökofilmtour. Und das ist aber ein deutlicher Unterschied zu den anderen Touren oder zu den anderen Festivals, Entschuldigung, die an einem Ort sind, die für einen sehr kurzen, begrenzten Zeitraum ihre Filme zeigen, weil die Ökofilmtour im gesamten Land gezeigt wird und über einen längeren Zeitraum. Die Ökofilmtour ist ein Prunkstück, ein Star unter unseren Festivals und der Wert und die Bedeutung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wo sonst gibt es in dieser Kontinuität und dieser Bandbreite ein Filmfestival, das sich auf Umwelt-, Naturschutz- und Nachhaltigkeitsthemen fokussiert hat und so viele Menschen erreicht? Vor Corona waren das teilweise 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Jahr. Davon die Hälfte Kinder und Jugendliche, denn die Hälfte der hier gezeigten Beiträge sind auch speziell für diese Zielgruppe gedacht. Und die Ökofilmtour wurde bisher schon in 75 Orten mitunter in einem Jahr gezeigt, von über rund 200 Mitveranstaltern, das zeichnet sie eben auch aus, und erzeugt damit eine sehr große Breitenwirkung. Und das ist hochwichtig, das ist ein ganz gewichtiges Pfund für die Umweltbildung und ein immens wichtiger Faktor für die gesellschaftliche Debatte zum Umwelt- und Naturschutz, zu Themen wie Bewahrung der Biodiversität, Klimaschutz, Ernährung, Energiewende, soziale Gerechtigkeit, zukunftsfähige Wirtschaft oder Globalisierung. Das Festival für Umwelt- und Naturfilme, Ökofilmtour, lag mir deswegen schon lange am Herzen, auch als ich noch nicht Minister gewesen bin, und ich war immer froh, dass ich dazu eingeladen wurde. Und daher ist es mir auch persönlich eine ganz große Ehre, dass ich nun bereits zum zweiten Mal die Schirmherrschaft für das Festival übernehmen durfte. Sehr geehrte Anwesende, unser gemeinsamer Freund, der Träger des Alternativen Nobelpreises und vor kurzem 80 Jahre alt gewordene Professor Dr. Michael Sukow hat die diesjährige Corona-bedingt sehr verspätete
Auftaktveranstaltung am 16.09. zur Ökofilmtour eröffnet. Und wir haben auch diesmal, glaube ich, den kürzesten Zeitraum, der jeweils zwischen dem Beginn der Ökofilmtour und der Preisverleihung gelegen hat. Michael Sukow sagte einmal: Lassen wir die Natur unverändert, können wir nicht existieren. Zerstören wir sie, gehen wir zugrunde. Der schmale, sich verengende Gratweg zwischen Verändern und Zerstören kann nur einer Gesellschaft gelingen, die sich mit ihren Wirtschaften in den Naturhaushalt einfügt. Das ist lange her, dass er das gesagt hat. Heute nennen wir das Bewahrung der planetaren Grenzen, Beachtung der planetaren Grenzen, aber eben auch immer in Verbindung mit Beachtung der Würde des Menschen. Soziale Frage und Zukunft in der Biosphäre zusammengedacht. Der Mensch und die Biosphäre. Das war immer und ist bis heute der Leitgedanke, den Michael Sukow in die öffentliche Diskussion hineingetragen hat. Und wenn wir eben über planetare Grenzen reden, dann reden wir nicht nur über Klimakatastrophen, Verhinderung der Klimakatastrophe, dann reden wir auch über Biodiversität, dann reden wir über Phosphor oder Nitrate, dann reden wir über Versauerung der Meere. Aber das tatsächlich zentrale Thema dieses Jahres ist der Klimaschutz. Ich sage dazu die heraufziehende Klimakatastrophe und die Verhinderung dieser heraufziehenden Klimakatastrophe. Denn der vom Menschen zu verantwortende Temperaturanstieg schreitet ungebremst voran und es bleibt uns nur noch wenig Zeit, die Schalter umzulegen. Das heißt, die Klimakrise durch konsequenten Klimaschutz zu bremsen. Und gleichzeitig müssen wir auch schon jetzt den Auswirkungen entgegenwirken durch Klimaanpassungsmaßnahmen. Also dieses Jahr war für mich der größte Schock tatsächlich dieses Ereignis von Lytton in British Columbia, einer Gegend, wo man nicht davon ausgehen kann in Kanada, dass dort Temperaturen von über 40 Grad üblich sind und wo sich eine Hitzezelle von 47, 48, 49 Grad über Tage gehalten hat. Am Ende waren die Wälder ringsum verbrannt, der Ort zu 90% zerstört. Und ähnliche Heißluftzellen haben wir über Griechenland erlebt. Wir haben sie vor wenigen Wochen in Kalifornien erlebt. Und das zeigt ja, wir stehen schon jetzt bei 1,2, 1,3 Grad Erhöhung in einer krisenhaften Situation. Und es wird nicht besser werden, sondern wir müssen mit dieser Situation uns alle beschäftigen. Und was wir auch erleben, ist, dass das Bundesverfassungsgericht der Politik weit vorausgeeilt ist. Mit seinem Klimaurteil, das postuliert hat, dass es ein Grundrecht auf Klimaschutz als Freiheitsrecht für die künftigen Generationen gibt, hat es ein Zeichen gesetzt, an dem sich auch die Bundesgesetzgebung nicht vorbeidrücken konnte. Und es ist klar, unsere gesamte Lebensweise klimaneutral zu machen, das ist anspruchsvoll, das ist schon fast eine Revolution. Und auf dem Weg dorthin stehen uns noch viele Konflikte bevor, eben aber auch viele Diskussionen. Und es ist gut, dass solche gesellschaftlichen Veränderungen auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Das ist das Wesensmerkmal unserer freiheitlichen Demokratie. Aber das funktioniert auch nur dann, wenn so etwas wie die Ökofilmtour eben auch einen Beitrag dazu leistet, Diskussionen anregt durch filmisches Schaffen, um diese gesellschaftlich notwendigen Debatten auch zu beflügeln. Allein beim Thema Klimaschutz tut sie dies in diesem Jahr mit Filmen wie Wildes Wetter auf den Spuren der Klimaforschung, Rentiere auf dünnem Eis, Auf dem Trocknen der neue Kampf ums Wasser, Die Zukunftsmacherinnen, wie Brandenburg nachhaltig werden will, Deutschland und der Klimawandel, steigende Pegel, Ich bin Greta oder Kurzfilme wie 100 Punkte fürs Klima, und Kohleausstieg, viel Geld für wenig Klimaschutz. Hier sind Themen wie beispielsweise Artenvielfalt, Energiewende, Agrarwende, Migration und Waldumbau, die mit der Klimakrise verknüpft sind, noch gar nicht mitgezählt. Und deswegen möchte ich darauf hinweisen, oder es ist mir auch wichtig zu würdigen, dass auch wenn jetzt der Klimaschutz in den Fokus gerät, diese anderen Themen auf gar keinen Fall vernachlässigt werden dürfen, und eben auch von den Veranstaltern nicht vernachlässigt werden. Für das diesjährige Programm der Ökofilmtour wurden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 130 Fernseh- und Kinofilme eingereicht. Eine
fünfköpfige Auswahljury des Fördervereins für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz Föhn e.V. hat daraus 40 Kino- und Fernsehfilme sowie 12 Kurzfilme ausgewählt. In wenigen Minuten werden Ihnen die durch die fünfköpfige Jury bzw. die elfköpfige Jugendjury für eine Auszeichnung ausgewählten Filme vorgestellt. Insgesamt 6 Preise werden verliehen werden. Als Schirmherr bin ich auf das Urteil der Jury durch ihren Präsidenten Prof. Dr. Wiedemann gespannt, einst Gründungspräsident der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Juroren sind weiterhin die ehemalige Vizepräsidentin dieser Universität, die Filmwissenschaftlerin Dr. Anna Luise Kiss, die Journalistin der Wochenzeitung Die Zeit, Christiane Grefe, die ehemalige Umweltjournalistin des WDR-Rundfunks Susanne Bittdorf und der Lehrer der Reformpädagogischen Schule am Stern in Potsdam, Florian Kirchesch, Mitglied im Klimabündnis Potsdam for Future. Besonders hervorheben möchte ich die elfköpfige Jugendjury, der viele Aktive von Fridays for Future nicht nur aus Potsdam, sondern auch aus der Stadt Brandenburg und aus Neuruppin angehören, die nachher wieder ihr eigenes Votum für den diesjährigen Kinder- und Jugendfilmpreis vortragen werden. Förderer des Filmfestivals sind neben meinem Ministerium die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, die den Horst-Stern-Preis für den besten Naturfilm stiftet, mit dem neuen Geschäftsführer Dr. Holger Rössling auch heute anwesend, sowie das Medienboard Berlin-Brandenburg. Ich begrüße jetzt schon den Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der Landeshauptstadt Potsdam, Herrn Bernd Rubelt, der den Preis für den besten Klimaschutzfilm überreichen wird. Den Zukunftsfilmpreis der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde verleiht der neue Präsident, Professor Matthias Barth, der erst vor wenigen Tagen in sein neues Amt offiziell eingeführt wurde und dann schon gleich eine so tolle Preisverleihung miterleben darf. Und 2021 wurde zum ersten Mal der Kinder- und Jugendfilmpreis von der Preußenquelle Rheinsberg und ihrem Geschäftsführer Frank Stieldorf ausgelobt. Die Deutsche Umwelthilfe lässt ihren Bundesvorsitzenden Professor Harald Kechle, auch hier anwesend, den Holmer von Ditfurth-Preis für die beste journalistische Leistung überreichen. Soweit ich weiß, der einzige der Preise, der mit keiner Dotierung ausgestattet ist. Alle anderen Preise sind mit 5.000 Euro dotiert. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang auch sehr herzlich bei den Sponsoren der heutigen Veranstaltung bedanken. Träger des Festivals ist der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz, Föhn e.V. Vom Vorstand sind unter anderem die beiden Fernsehjournalistinnen Iduna Wünschmann und Uta Greschner anwesend. Und das Festivalteam natürlich mit seinem Leiter Ernst-Alfred Müller, der auch heute, glaube ich, durch die Veranstaltung führen wird, in Vertretung für Carla Kniestedt. All den Genannten und denen, die vor den Bildschirmen zu Hause das Festival unterstützen, möchte ich als Schirmherr der Ökofilmtour an dieser Stelle herzlich danken. Ich wünsche Ihnen nun eine spannende und anregende und unterhaltsame Preisverleihung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun nach Start Dr. Bayern. Dankeschön. Dann spielen wir jetzt eine kleine Filmmusik für einen Film namens Schulze Gets the Blues. Wir haben die Musik für den Film geschrieben, allerdings nachträglich. Jetzt spielen wir das. Thank you.
Schrecken, Sex und Wein. Die gar nicht merken. Es gibt immer Frauen, die sich gern ärgern. Sie gerne ärgern. Es gibt immer Männer, die das gar nicht merken. Sie gar nicht merken. Nicht zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal. Hau dich mir nicht dabei. Komm vorbei. Lass dir schmecken, Sex und Wein. Ich nehme Zeit. Wenn du mir sagst, du bist wohl so weit. Du bist schon so weit. Ich habe eigentlich mich, ich nehme Zeit. Ich nehme Zeit. Ja, ich kaufe Wein. Bitte lass das sein, bevor du denkst, du sagst schon nein. Komm vorbei. Lass es dir schmecken, Sex und Wein. Das war jetzt schon der Ausblick auf das, was uns nach der Preisverleihung erwartet draußen. Hier steht die erste Medaille. Wir beginnen also jetzt mit der Auszeichnung. Professor Dieter Wiedemann, bitte schreiten Sie zum Werke. Ja, und Corona-gerecht, nicht? Also die Preisträger nehmen sich dann einfach selbst das, was sie brauchen. Das ist also ein Festival mit Selbstbedienungscharakter. Ja, ich bitte erstmal noch, kleinen Moment, ich weiß. Den anderen Präsidenten nach vorn, Professor Matthias Barth von der Hochschule
für nachhaltige Entwicklung. Also wir waren am vergangenen Freitag ja bei Ihrer Intronisierung dabei und haben über die Ökofilmtour gesprochen, die eigentlich seit dem Jahr 2000 an der Hochschule fest etabliert ist. Das ist so, dass wir dort die Filme jedes Jahr mit hinbringen. In der Hochschulbibliothek gibt es extra einen Arbeitsplatz, sodass alle Studenten und Mitarbeiter dort die Filme auch für ihre Forschungsarbeit oder für ihre Seminararbeit nutzen können. Und ja, eins muss ich noch aus der wunderbaren Rede richtig stellen. Seit 1991 gibt es den Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit, aber nicht das Festival. Das würde also nicht ganz klappen mit den 16 Jahren. Und wie gesagt, daraus ergibt sich, dass wir also viel länger an der Hochschule sind, als es dieses Festival gibt, das also 2006 das erste Mal in Brandenburg stattfand und an der Hochschule. Also die Hochschule ist sozusagen der Geburtsort der Ökofilmtour und er ist jedes Jahr auf Wunsch ihres Vorgängers der Start unserer Tournee durch das Land Brandenburg. Wir sind dort in Friedenszeiten, also in Nicht-Corona-Zeiten, in 75 Orten präsent und es sind etwa 60 Orte, wo wir auch fast alle Schulkinder mit der Ökofilmtour erreichen. So, jetzt meine Frage an Sie, und er hat mir was verraten. Er war während seiner Studienzeit Filmvorführer. Wie halten Sie es nun also in der Zukunft mit der Ökofilmtour? Ja, mich hat es natürlich total gefreut. Es gibt ja viele erste Male, viele erste Termine, die man so hat. Das ist einer von den richtig schönen als neuer Präsident. Und als Sie mir davon erzählt haben am Freitag, ich habe das ja gleich überprüft, war am Montag dann in der Bibliothek, ob das denn auch alles so stimmt und habe das alles vorgefunden, hat mich sehr gefreut, weil das schlägt natürlich mein Herz so in zwei Richtungen. Tatsächlich als alter Filmvorführer, der noch an der Ernemann-Maschine gesessen war und im Programmkino jahrelang tatsächlich auch Filme, wo man noch nicht nur auf den Knopf gedrückt hat, sondern die großen Trailer dann noch gewechselt hat, gearbeitet hat, also wirklich als Cineast würde ich sagen, aber auch als jemand, wer weiß, wie wichtig das für das Nachhaltigkeitsthema ist. Ja, wir brauchen, was wir heute so schön Storytelling nennen, wir brauchen die Geschichten, um an die Menschen ranzukommen. Da ist das, es wurde ja schon in der Rede sehr schön beschrieben, ist das ein tolles Festival, weil es nicht nur an einem Ort diesen Ort aufwertet, sondern weil es tatsächlich in die Fläche geht, weil wir die Chance haben werden, mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, die an diese Themen ranzubringen und auf eine Art und Weise, wie wir sie auch tatsächlich abholen können. Also ich finde das eine tolle Geschichte und freue mich darauf, das nach Kräften mit zu unterstützen. Ja, und da gibt es noch eine ganz besondere Verbindung. Ich hatte erst mal von 2009 bis 2011 im Wintersemester einen Lehrauftrag für Wissenschaftsjournalismus und habe auf diese Art und Weise mich auch mal mit den Studenten im Unterricht selbst bekannt gemacht, in Seminaren und so weiter. Und wenn ich mir unsere Filme in den 16 Jahren angucke und die Filmemacher, die wir ausgezeichnet haben, das sind alles Quereinsteiger. Es gibt keine Universität, keine Filmuniversität, keine Filmhochschule in Deutschland, die für den Umwelt- und Naturfilm ausbildet. Und da haben wir uns gesagt, Quereinsteiger muss man dort finden, wo sie engagiert sind, wo sie das an Wissen erwerben, was sie natürlich auch für solche Filme brauchen. Und seit 5 Jahren findet immer zur Ökofilmtour am zweiten Tag um 11 ein Seminar für Quereinsteiger statt, das der ehemalige Naturfilmleiter vom Bayerischen Rundfunk, Udo A. Zimmermann, in bewährter Weise leitet. Und er hat mir jetzt, wir haben uns kürzlich beim Festival in Eckernförde getroffen, gesagt, da ist sogar eine Studentin, die hat mich angerufen und die will zum Film, die will also das, was er in Eberswalde gelernt hat, herzlich gern anwenden. Das ist toll, glaube ich. Ja. Quereinsteiger ist da toll und ansonsten ist auch natürlich die Zusammenarbeit. Ich glaube, wenn wir Menschen haben, die Geschichten zu erzählen haben, dann müssen die mit Menschen zusammenarbeiten, die das Medium bedienen können und ich glaube, das ist so das, was wir dann die interdisziplinäre Zusammenarbeit nennen, wo es spannend wird. Also ich glaube, da steckt noch Musik drin, auch in Kooperationen zwischen den Hochschulen. Also mal gucken, was wir daraus machen können. Das ist schön. Das höre ich gerne. Applaus.
Ja, jetzt bitte ich Sie, hier auf meine Seite zu kommen. Jetzt ist der andere Professor dran, unser Jurypräsident, Professor Dieter Wiedemann. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt reagieren muss. Also ich finde, Volker Köpp hat auch Umweltfilme gemacht, weil er hat bei uns studiert. Und, aber ja, ja, da muss ich mich schon ein bisschen wehren. Er war auch schon zweimal bei uns im Festival. Ja, das eben, stimmt. Also insofern. Nein, man soll nicht so absolut sagen, aber es wird tatsächlich nicht unterrichtet. Das ist immer Learning by Doing. Ja. Der Zukunftsfilmpreis, jetzt komme ich wieder zu meinem Manuskript. Noch eine Bemerkung vorher, aber die geht jetzt nicht an die, wegen der Ausbildung an unserer Hochschule. Wir haben diese Filme ja alle digital gesehen und ich hatte das Vergnügen, am vergangenen Donnerstag mit in der Filmuniversität zu sein und habe zwei der Preisträgerfilme auf der großen Leinwand gesehen. Und ich kann nur sagen, wow, ich wünsche, dass die Filme, die wir heute auszeichnen, auch in die Kinos kommen. Weil als auf meinem kleinen Laptop oder auch auf meinem etwas größeren Bildschirm, da kommt die Qualität dieser Filme überhaupt nicht richtig rüber. Wir müssen dafür kämpfen, dass diese Filme, die wir heute auszeichnen, eine Chance haben im Kino, um auf der großen Leinwand ihre ästhetische Qualität und damit auch ihre Überzeugungskraft rüberzubringen. Und da plädiere ich jetzt dafür, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die etwas mit Kino zu tun haben, sich dafür einsetzen, dass diese Umweltfilme eine Chance haben im Kino und dass sie dort auch gesehen werden können, weil sie ansonsten an Wirkung verlieren. Und die Ökofilmtour macht das ja auch. Ja. So, jetzt komme ich aber zu meinem eigentlichen Text, aber das wird noch ab und zu mal passieren. Der Zukunftsfilmpreis von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Ich begrüße beide Rektoren. Den einen kenne ich lange, den anderen habe ich erst vor ein paar Minuten kennengelernt. Sehr herzlich. Geht an den Film Auf dem Trockenen, der neue Kampf ums Wasser. Die Jurybegründung lautet: Bei einem Film mit dem Anspruch, auf die Notwendigkeit von nachhaltiger Entwicklung hinzuweisen, wird im seenreichen Brandenburg wohl kaum einer an Wassermangel denken. Da ich häufig in der Lausitz bin, denke ich als Jurymitglied doch daran, dass es dort Wassermangel gibt, aber okay. Doch der Klimawandel lässt genau das für die Zukunft befürchten. Deshalb haben zwei Filmemacher diese Ressource für den RBB untersucht, danke an den RBB. Dieser Film kommt mit sehr gut recherchierten Beispielen, die den Zuschauer erschrocken beim Aufdrehen des Wasserhahns oder der Toilettenspülung innehalten lassen. Wasserhahn finde ich okay, Toilettenspülung schwierig, aber okay. Denn die Grundwasserstände in Brandenburg sinken flächendeckend, Flüsse, Seen und Moore trocknen aus. Landwirte bangen um ihre Ernten, Umweltschützer fordern Entnahmestopps. Der Film zeigt aber auch überzeugende Lösungsansätze für die Zukunft. Er verdient dafür den von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde ausgelobten Zukunftsfilmpreis. Herzlichen Glückwunsch an die Filmemacherin. Wir sehen erstmal einen Ausschnitt. Flüsse trocknen aus. Seen sterben. Böden geben nichts mehr her. Petro schickt keinen Regen mehr. Leider. Wir haben hier Verhältnisse wie irgendwo im Libanon oder sowas. Es ist nicht mehr zu übersehen. Der Kampf ums Wasser in Berlin und Brandenburg hat begonnen. Die Ressource ist endlich. So viel Grundwasser ist nicht da. Noch ist es so, dass jeder, der seinen Wasserhahn aufmacht, Wasser bekommt. Aber wie lange noch? Deutschland hätte ich mir nie Sorgen ums Wasser gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Thema gibt. Wem geht zuerst das Wasser aus? Wer gewinnt den neuen Verteilungskampf? Wenn es um die Verteilung knapper Ressourcen geht, wird man einen Teil sicherlich dann auch über den Preis regeln müssen.
So, Nico Schmolke bitte ich nach vorn. Und jetzt weiß ich nicht, Konstantin Stüwe. Ja, gut. Also das sind die beiden vom RBB, kann man ja nicht sagen, nicht? Was sind Sie, freie? Ja, wir sind beide Freiberufler und haben ja verschiedene Auftraggeber. Konstantin arbeitet für die Deutsche Welle, unter anderem noch ich für so ein YouTube-Format von ARD, ZDF, Y-Kollektiv. Aber genau, wir sind jetzt so seit letztem Jahr quasi so als Duo unterwegs und machen jetzt Ressourcenfilme sozusagen. Genau. Konstantin kommt gerade vom Dreh. Also herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden und Sie bedienen sich bitte die. Nee, nicht mit dem Mikro. Das lassen Sie hier. Das brauchen wir noch. Die Medaille, das ist also eine wirklich sehr schöne Medaille. Ich sage dazu nachher noch was. Und die Urkunde und natürlich auch die Blumen. Nee, bitte mit Mappe. So, recht schönen Dank. Moment. Ich will nur an der Stelle noch Danke sagen unseren Kameramann Matthias Neumann, der auch mit hier ist, der die wunderschönen Bilder gemacht hat. Und Anne-Kathrin Thüringer, unsere Redakteurin, die uns bei dieser Ressourcenreihe unterstützt. Genau. Vielen Dank. Alles Gute weiterhin. Alles Gute weiterhin. Dieter Wiedemann, das geht weiter. Ja, okay. Bitte gleich. Es geht um den Horst-Stern-Preis für den besten Naturfilm. Vielleicht werden jetzt einige im Saal sagen, Horst Stern, Nanu, wer war denn das? Wir beide sind eine andere Generation. Wir wissen, dass Horst Stern mal ein Straßenfeger war, ein Filmemacher, der zu Zeiten, als es nur 3 Fernsehsender gab, wirklich dafür sorgte, dass alle abends vor dem Fernseher saßen. Und der nächstes Jahr 100. Geburtstag gehabt hätte. Ne? Und das erklärt vermutlich, warum die ganz Jungen ihn nicht wirklich kennen. Am 25. Oktober 1921 geboren. Ja, in Hinterpommern und dann später in Berlin aufgewachsen, aber irgendwann in Bayern gelandet. Ja. Und wir haben zu seinem 90. Geburtstag eine Hommage gemacht innerhalb des Festivals. Wir hatten alte Filme aus den 70er Jahren von ihm, die konnten wir vorführen und haben ihn fragen lassen, ob er einverstanden ist, dass wir den Preis der Stiftung Naturschutzfonds für den besten Naturfilm Horst Stern-Preis nennen dürfen. Und er hat uns geantwortet, er fühlt sich sehr geehrt. Genau, er hat zugestimmt, was Bayern sehr schmerzt, muss man sagen. Ne, dass damit also der Horst-Stern-Preis von Brandenburg verliehen wird. Und vielleicht noch zu dieser Straßenfeger-Funktion oder Geschichte. Also Horst Stern war ja jemand, der provokative Filme gemacht hat. Ne? Und er hat Tierfilme gemacht einer ganz neuen Art. Also 1971 beispielsweise zu Weihnachten über den Rothirsch. Am Heiligabend. Genau, mit einem Erdbeben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Bayerns, weil er gesagt hat, um den deutschen Wald zu retten, reicht es nicht, O Tannenbaum zu singen. Sondern da muss eingegriffen werden in die überhöhten Wildbestände und da müssen eben auch dann Rothirsche fallen. Damit war er auch Gründer eines alternativen Jagdverbandes. Genau, er hat den Ökologischen Jagdverband in Bayern gegründet, er hat den BUND mitbegründet, er stand mit an der Wiege der deutschen Umwelthilfe. Ja, BUND hat er mitgegründet, aber Deutsche Umwelthilfe hat er ebenfalls die Initiative mit ergriffen, um sie zu gründen. Und er war Publizist, ne, die Zeitschrift Natur, er hat Sterns Stunde gehabt
Und er ist vor Jahren vermutlich noch wesentlich bekannter gewesen als heute. Ne, aber es ist uns eine große Freude, dass wir seinen Namen auch in die Zukunft tragen dürfen. So, jetzt bitte wieder hier auf die Seite kommen. Und Dieter Wiedemann ist dran. Der Horst-Stern-Preis für den besten Naturfilm geht an den Film Festmahl der Tiere. Unsere Begründung lautet: Wenn man Naturfilm hört, denkt man sofort an schöne Bilder von Tieren und Pflanzen, erstaunliche Aufnahmen von Flora und Fauna auf Wiesen, in Wüsten oder in den Lüften. Die Opulenz der Bilder und die Freude daran machen Naturfilme zu einem gern gesehenen Genre. Hier ist es gelungen, das Genre neu zu definieren. In diesem Film geht es um den Tod und darum, wie die Körper veränderter Tiere andere Waldbewohner anziehen und zur Lebensgrundlage vieler Organismen werden. Bildgestalterisch beeindruckend trägt vor allem das Tondesign zur faszinierenden Atmosphäre des Films bei. Hier mache ich mal wieder eine Anmerkung. Ich wünschte mir in vielen Naturfilmen ein besseres Tondesign. Die Bilder sind hervorragend, der Ton ist manchmal etwas nervend. Aber das war meine private Anmerkung. Steht nicht in der Begründung. Mit großem Witz und gleichzeitigem Feingefühl wird die Schönheit der Natur dort entdeckt, wo wir Menschen normalerweise wegschauen. Hineingezogen werden wir in eine summende, kriechende und wachsende Welt, die ihren Blick auf den Tod verändert. Horst Stern könnte sich bestimmt darüber freuen. Herzlichen Glückwunsch an die Macher. So. Wir sehen aber erst einen Ausschnitt. Der Bayerische Wald. Sinnbild für Natur und landschaftliche Schönheit. Traumziel zahlloser Urlauber. Aber manchmal kann die Begegnung mit der Natur sehr persönlich werden. Dieser Hirsch überlebt. Andere schaffen es nicht. Dann liegt der Kadaver im Wald. Sowie unzählige weitere verendete Tiere. Denn gestorben wird immer und überall. Aber warum stolpern wir da nicht ständig über tote Tiere? Was passiert mit dem Hirsch? Das hätten wir Ihnen gern gezeigt, aber wie gesagt, das ist auch einer der Filme, den Sie noch in der Mediathek sehen können. Ich glaube, die beiden Damen, die diesen Film zu verantworten haben, bitte ich mal nach vorne, können mir das bestätigen. So, Annette Scheurich ist die Leiterin und Producerin dieses Films aus Heidelberg und Daniela Pulverer, ich habe es nicht verstanden, Daniela Pulverer ist die Regisseurin, die Autorin dieses Films und wie geht denn das nun aus? Mit dem Tod. Ich meine, immer irgendwann endet es immer mit dem Tod. Und zwischendurch gibt es ein neues Leben. Und ich meine, warum geht das so aus, dass man die toten Tiere im Wald nirgends findet? Ja, das eben den
der Müllabfuhr der Natur zu verdanken, die eben netterweise alles für uns aufräumt. Und das war eigentlich auch unser Ansatz gedanklich. Da hatten wir ein Gespräch drüber und dachten so, was passiert eigentlich mit den ganzen Tieren und warum warten wir nicht ständig durch lauter Kadaver? Weil überall wird ja immer gestorben, auch täglich überall direkt neben uns. Und trotzdem sehen wir kaum was davon. Und das hat uns so fasziniert, dass wir dann dachten, da ist ja ganz viel los und niemand filmt das, weil das eklig ist. Naja, ist es, ja, ist es noch so, dass der Film in der Mediathek ist? Ja, nicht? Ja. Dann kommt er wieder. Und ich muss erst mal sagen, Annette Scheurich war voriges Jahr hier auch schon. Da hatte sie mit ihrem Mann den Preis für die beste künstlerische Leistung bekommen. Da kann man doch mal applaudieren. Und der Mann ist der Kameramann. Und war es auch hier in diesem Film? Der kann heute nicht dabei sein. Warum? Der ist in Görlitz, weil in Görlitz wird jetzt der Görlitzer Meridian für das Lebenswerk verliehen. Und das ist unser guter Freund, der Heinz von Mattei. Und wir mussten uns dann aufteilen. Jetzt bin ich hier, freue ich mich sehr, und der Klaus ist in Görlitz. Aber ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ich glaube, er hatte den härtesten Job von euch allen in dem Bereich, weil er immer nah dran musste und die Gerüche sind nicht so ganz so toll. Das war immer die Anweisung von uns, so Klaus, noch ein bisschen näher, ich bin hier hinten, geh noch nicht näher ran, Makroaufnahmen bitte, ja genau. So. Also ich gratuliere euch ganz herzlich zu diesem Preis. Ihr müsst euch wieder selbst bedienen. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Es ist vielleicht erklärungsbedürftig, warum jetzt der Minister hier steht und in dem Fall für den Horst-Stern-Preis auch die Verleihung mit vornimmt, weil die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die wurde in unserem Naturschutzgesetz verankert, ist durch unser Naturschutzgesetz gegründet worden. Die Staatssekretärin ist auch die Vorsitzende, die kann aber heute nicht anwesend sein, deswegen vertrete ich heute die Staatssekretärin. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass Sie die Preisträgerin sind und ich werde mir diesen Film garantiert in der Mediathek ansehen. Na, Star-Tag dabei, Jan. Okay, möchtest du noch was dazu sagen? Jetzt singt Svetlana ein Lied von Reinhard Gräber. Der Bass muss laufen. Das über den was? Tod, oder? Über das Leben. Weiße Haar am Sack, das Knacken in den Knien, minus 10 Dioptrie, Drecksbiologie. Ich sehe alles verschwommen, wie bei Matisse und Monet. Mein letzter Wille, eine gläsige Brille, meine Haare wie Hermann von Fett. Heute kam mein kleiner Goldbarren mit dem Postig auf der Woche. Danke dir, jahrelange Treue, Sie sind jetzt Portenkunde bei Debitel. Bla bla, so jung, kommen wir nicht mehr zusammen. Man ist so alt, bla bla, wir
Bild. Und der Schweineigelbrat ist schon wieder von dir da. Und er sagt, ich bin Anarchist. Man muss die beste Geheimnisse feiern, was uns die Kumbrin lädt, das macht uns hart. Kennst du alle, Blatter, kennst du alle? Und der Igel ist schon wieder von dir da. Ach, die Liebe, die kann man nicht kaufen. Die Null muss stehen, der Bass muss laufen. Die Liebe, die kann man nicht kaufen. Und die Null muss stehen, und der Bass muss laufen. Das hab ich überlebt. Und James Lee und Bruce Lee. Yippie! Drecksbiologie. Immer wenn ich was vergesse, dann denke ich, war das jetzt Desinteresse oder sind das Alterungsprozesse? Dann wachsen Haare aus der Nase, aus den Rücken und aus dem Ohr. Frag die Haare, was ist euch wichtig? Sie sagen, Schlaf, Komfort. Ich war noch nie bla bla auf dem Himalaya. Und was habt ihr auch davon? Ist ganz normal, doch die Flügel machen klar. Und ich stehe da und meine Tage verschwinden. Ich nehm zu und das Leben im Blatt. Der Kater läuft, der Mensch, der rennt. Andere spüren Liebe, dem allein belebendes Element. Die Liebe, die kann man nicht kaufen. Und sie Null muss stehen und der Bass muss laufen. Was mein Herz nie sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Was mein Herz nie sagen kann, Tulpen aus Amsterdam. Ach, Augenblick verwaltet Doktor dieser Schaum. Und der verwaltet der Arsch, der die Karnik in den Fehlen. So viele schöne Augenblicke, die ich täglich blicke. Du kommst aus dem Nummer nicht mehr raus. Irgendwann schon, aber dann ist das aus. Danke. Schokolade. Ja, nochmal auf deine Rede zurückzukommen. Es gab ein Festival in der grünen Hauptstadt Freiburg, die Ökomedia. Und unser Verein, der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz, hat 9 Jahre lang immer die Preisträgerfilme aus Freiburg geholt und hier im Land Brandenburg und auch in anderen Bundesländern, natürlich auch in Berlin, gezeigt und mit den Zuschauern diskutiert, weil wir gemerkt haben, dass da ein großes Defizit besteht. Und in jener Stadt Freiburg wohnte auch und lebte auch die Familie von Holmer
von Ditfurth und ich bitte den Bundesvorsitzenden der Deutschen Umwelthilfe, Professor Harald Kechele, hierher. Harald, du hast uns das Leben Holmer von Ditfurth schon einmal sehr plastisch gemacht. Das ist ja immer die Frage, ob junge Leute sich an die Großen des Fernsehens, die also mit den Umweltfilmen mal begonnen haben, erinnern können. Und wir haben diesen Preis damals von der Deutschen Umwelthilfe erlebt, wie er in Freiburg das erste Mal 1994 verliehen wurde. Und als wir mit unserem Festival gestartet sind, haben wir bei euch angefragt, ob wir den Preis aus Freiburg mit nach Brandenburg nehmen können. Ja, heute sind hier vorne alte Herren, die die Welt erklären über alte Herren. Holmer von Ditfurth wäre am 15. Oktober diesen Jahres 100 Jahre alt geworden. Da gibt es eine extra Veranstaltung dazu, deswegen erzähle ich gar nicht viel von ihm. Und übrigens, ich fand in den ganzen Debatten, die wir jetzt gerade im Fernsehen haben über die Wahl, diese Veranstaltung mit diesen jungen Kindern, die Kandidaten befragt haben, wo dann der eine Elfjährige sagt, ich google einfach. Ich muss nicht dabei gewesen sein, ich google, ich verweise Sie also auf Google, wenn Sie mehr über Holmer von Ditfurth wissen wollen, und würde heute einfach nur sagen, warum ich den Mann so genial finde. Als ich angefangen habe im Umweltschutz, wusste ich, die Menschheit macht viel Blödsinn und wir machen unglaublich viel kaputt. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Menschheit in der Lage ist, diesen Planeten ins Kippen zu bringen. Wir haben immer gedacht, egal was wir tun, das wird weggepuffert. Und heute sind wir in der Zeitenwende, wir merken, da puffert sich nichts mehr weg, wir kriegen das System ins Kippen. Und mir ist erst dann aufgefallen, als ich über Holmer von Ditfurth reden sollte, vor 4 Jahren eine Laudatio über ihn halten, wie genial dieser Typ ist. Er hat nämlich, würde ich sagen, die Hälfte seiner Filme, und er hat die erste Wissenssendung gemacht, Querschnitte hieß das im ZDF damals, der hat immer angefangen, hat gezeigt, unendliche Weiten, ein total lebensfeindlicher Weltraum, unendlich groß, und da drin schwirren wir durch einen unglaublichen Zufall im exakt richtigen Entfernung von der Sonne rum. Die Atmosphäre, die uns das Leben ermöglicht, ist genau 6 bis 10 Kilometer hoch. Das ist nichts, das ist gar nichts. Und er hat gesagt, das ist alles verletzlich und fragil. So, und wir haben es nicht begriffen. Das hat er vor 45 Jahren, ich kann alle empfehlen, auf YouTube gibt es den Film, vor 45 Jahren sagt der Mann, wie verletzlich und fragil ist, und er hat das perfekte Bild gefunden, nämlich damals mit wunderbaren Modellen, das ist auch sagenhaft, finde ich, auch so wie er es gemacht hat, hat uns gezeigt, das Ding ist verletzlich. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir es merken. Du hast es vorhin gesagt, das Ding kippt uns weg. Und wir haben vor 45 Jahren ihm zugehört. Ich fand ihn grandios. Ich habe aber nicht auf ihn gehört. Ich habe es nicht verstanden, was er gesagt hat. Heute verstehe ich es. Und deswegen rede ich jetzt viel, sonst redet er immer so viel. Mir war es jetzt ein Anliegen, einfach das loszuwerden. Dass ich glaube, wir sind an einer Zeitenwende. Und der Mann hat vor 45 Jahren uns das gezeigt. Schauen Sie sich's an, und ich würde mir wünschen, dass das Vermächtnis von Holmer von Ditfurth darin besteht, dass wir das begreifen, was er uns damals gesagt hat, und unser Handeln danach ausrichten. Mehr werde ich heute Abend jetzt nicht sagen. Außer vielleicht noch, warum ihr an diesem Holmer von Ditfurth-Preis für die beste journalistische Leistung so festhalten und kein Geld dafür gebt. Ich erkläre jetzt seit 15 Jahren, warum wir kein Geld geben. Die Erklärung ist wir sind Schwaben, wir geben nichts. Das zweite ist, unser Preis wurde schon diverse Male geteilt. Das ist der einzige Preis, den man teilen kann, und für beide kommt es gleich viel raus. Das war jetzt Mathematik für Anfänger. Also 0 durch 2 ist immer noch 0. Und der eigentliche Grund ist, die Deutsche Umwelthilfe hat einen eigenen großen Medienpreis, den Umweltmedienpreis, den wir auch nicht dotieren. Und wir haben gesagt, wir können nicht hier uns selber Konkurrenz machen, was wieder auf den Schwaben einzahlt. Also das geben wir nichts, hier geben wir auch nichts. Jetzt müsst ihr halt damit leben. Aber diese journalistischen Leistungen, ich muss sagen, ich habe schon so viele irre Filme hier gesehen und ausgezeichnet, wo ich denke, was für eine wahnsinnige Transferleistung kriegt ihr hin, den Leuten Dinge beizubringen. Ich hätte gerne übrigens auch diesen toten Hirsch ausgezeichnet, der ist grandios. Überhaupt so eine Idee haben, also perfekt. Bin begeistert, hoffentlich sind sie nachher noch da. Aber einfach so dieses Können, diese unglaubliche Professionalität, und
ich habe, wie gesagt, schon Preise verliehen an Leuten, die Themen aufgegriffen haben, die uns total durch die Lappen gegangen sind. Ich erinnere mal an Taste the Waste. Die ganze Umweltszene hat nicht verstanden, dass wir 40% von Nahrungsmitteln wegschmeißen. Das hat uns dann Valentin von Thurn hier gezeigt, durfte ihn dann auszeichnen. Also einfach einen großen Dank, dass Sie so wach sind, dass Sie so toll übersetzen und dass Sie manchmal Themen besetzen, zum Glück, die uns durch die Lappen gegangen sind. Ja, ganz simpel. Und diesmal ist es ein Thema, auf das würdest du nie kommen. Ich habe den Film gesehen, ich bin begeistert. Schön. Also, Dieter Wiedemann. Der Holmar von Ditfurth-Preis für die beste journalistische Leistung geht an den Film Heimatland oder die Frage, wer dazugehört. Unsere Jurybegründung: Am Rande von Köln liegt das größte private Baugebiet Deutschlands, eine monokulturelle Siedlung für die obere Mittelschicht, Widdersdorf, mit mehr als 10.000 Einwohnern. Die meisten sind neu hergezogen. Direkt daneben grillen alteingesessene Kölner und sehen ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Identität bedroht. Beide Seiten reden kaum miteinander, sind einander fremd. Was bedeutet dieser Begriff Heimat? Wen schließt er ein, wen aus? Gibt es eine Heimat Europa oder dafür nur die Nation oder nur das Lokale? Als Gegenbild sind in Anklam, Mecklenburg-Vorpommern, Reporter mit jungen Rückkehrern im Gespräch. Auch hier Angst und Abwehr der Fremden als Boden, auf dem Rechtsaußenkulturen gedeihen. Die Jury war davon beeindruckt, wie das Thema Heimat in diesem Film unvoreingenommen und in seiner ganzen Vielschichtigkeit durchdacht, erzählt, analysiert wird. Ein brillanter Diskussionsanstoß. Herzlichen Glückwunsch an die Filmemacher. Wir sehen einen Ausschnitt. Widdersdorf, Deutschlands größtes privates Neubaugebiet, am Reißbrett geplant. Hier prallt das neue Deutschland, mobil und modern, auf das alte. Tief verwurzelt und traditionell. Hier stellt sich im Kleinen die Frage, die gerade viele Menschen im Land beschäftigt. Wer darf Deutschland Heimatland nennen? Die, deren Eltern zugewandert sind? Oder nur die, die schon immer da waren? Die Biene aus dem Bienenstock 1 kann nicht in den Stock 4 einfliegen, weil sie da nicht hingehört. Ist das ein gutes System? Ja, besser wie in Deutschland. Da darf jeder rein. Wissen Sie, was wir gerade erleben? Mehr Globalisierung oder eine Rückkehr des Nationalismus? Und warum trennen uns heute all diese Fragen, die so sehr nach gestern klingen? Renommierte Experten beobachten diese Spaltung nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt. We're losing the capacity to deal with complexity. Es wächst die Sehnsucht nach einem Zustand, wo man sich noch am Kirchturm orientieren konnte. Die Frage, was ist Deutsch und wer gehört alles dazu und was gehört alles dazu, ist nicht umsonst aufgekommen. Ich stehe nicht auf morgens und sage, ich bin ein Migrant. Ich werde migrantisch erzählt. Ich werde als Migrant bezeichnet. Jeder vierte Deutsche sagt, die Muslime sind aggressiver als wir. Mehr als jeder dritte sagt, eine Frau mit Kopftuch kann keine Deutsche sein. Eine Frau mit Kopfbedeckung kann emanzipiert, erfolgreich, kann sich selbst sein. I think we all want to know what direction Germany is moving in and what Germany will be doing in the next phase. Herzlich willkommen im Heimatland. Ja, und das ist nun der einzige Film, wo wir dir leider keinen Filmemacher bringen können. Wir haben hier den Fall, dass 8 Autoren diesen Film gestaltet haben, aber wir haben erfahren, dass die Julia Friedrichs, die sozusagen das ganze Projekt geleitet hat, gerade einen Trauerfall in der Familie hat und morgen auf den Friedhof gehen
muss und darum nicht hier sein kann. Aber es gibt eine Videobotschaft und die sehen wir uns jetzt an. Schönen Dank. Ich wollte noch einen Tag. Ja? Das ist ein Film, wo man sich mein fragt, was Wie macht er auf... Oh, ich bin gemeinsam mit meinen Kollegen... Ja, sorry. Wo man sich fragt, das ist jetzt kein Naturfilm und was hat das mit Ökologie zu tun? Das ist das Pendant dazu, zu dieser Fragilität in den Ökosystemen, dass wir erleben, dass unsere Gesellschaft gerade so verletzlich ist. Und ich fand den Film hervorragend, weil der zeigt, dass wir nicht nur die Ökosysteme ins Kippen bringen, sondern dass wir auch Acht geben müssen auf unsere Demokratie. Und du hast es vorhin gesagt, ich finde es herausragend, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil in einer Demokratie gefasst wurde. Das ist das weitreichendste Urteil ever auf dem ganzen Planeten und das hat kein Bolsonaro oder kein Erdogan. Die kümmern sich einen Dreck drum und wir haben Demokratien und deswegen ist dieser Film mir so enorm wichtig, dass wir das auch im Kopf haben. Sorry, dass ich Sie jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht habe. Ich wollte es nochmal los. Dankeschön. Mein Name ist Julia Friedrichs. Ich bin gemeinsam mit meinen Kolleginnen Fabienne Hurst und Andreas Spinnrad Autorin des Films Heimatland. Wegen eines Trauerfalls kann ich leider nicht wie geplant heute bei Ihnen sein. Deshalb möchte ich diesen Weg nutzen, um mich im Namen des ganzen Redaktionsteams von DocuPy bei Ihnen für diesen Preis zu bedanken. Wir freuen uns sehr. DocuPy liegt uns allen sehr am Herzen. Die Idee der Reihe ist, die großen Themen unserer Zeit im Fernsehen zu behandeln, Fragen zu stellen, zu erklären und hoffentlich mitzuhelfen, dass Zuschauerinnen Zusammenhänge verstehen. In Heimatland geht es um die Frage der Nation, der Identität, um die Frage, wer wo dazugehört. Anders als die Bienen, mit denen der Film beginnt, sind wir Menschen ja nicht an einen Stock gefesselt. Wir können aufbrechen, uns woanders niederlassen, zum Glück. Und wir können auch da, wo einmal nur Wiese war, Heimat entstehen lassen. Der Film zeigt aber auch, wie wichtig es wäre, dabei klüger vorzugehen. Nicht einfach, so das Credo der Stunde, so viel zu bauen wie möglich, sondern vielmehr darauf zu achten, wie Stadtplanung und Architektur dazu beitragen können, dass all das möglichst klimaneutral und vor allem so geschieht, dass nicht nur Fläche versiegelt, Häuser gebaut werden, sondern dass Gemeinschaft geschaffen wird. Wir freuen uns, wenn Heimatland dazu beiträgt, über all das nachzudenken. Ihnen noch einen wunderbaren... Das ist die Technik. Mal sehen, meine Technik, ja, funktioniert wieder. Ich bitte den Beigeordneten von der Stadt Potsdam, Bernd Rubelt, er ist für Bauen, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt zuständig, nach vorn. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend, hallo. Die Stadt Potsdam hat ja schon, Filmstadt Potsdam, hat ja schon lange... ein Klimabündnis. Es gibt, glaube ich, 5 Klimainstitute in Potsdam. Und wie leisten Sie das, dass das alles so wunderbar zusammenhält? Ja, ob das immer so wunderbar zusammenhält? Ich finde, das Thema ist überall präsent. Nicht nur, weil wir die Institute haben, aber es ist eine enorme Herausforderung, das für eine Stadt auch zu diskutieren und auch handhabbar zu machen. Ich finde, der Film, der eben ausgezeichnet wurde, bringt es eigentlich auf den Punkt. So eine Stadtgesellschaft ist so ein lebendiger Körper und das Thema Klimawandel, Klimaschutz ist auch ein Wertethema. Und da brauchen wir, glaube ich, wirklich alle Menschen in der Stadt, um sie mitzunehmen. Und deswegen haben wir versucht, erstmal einen Masterplan aufzustellen, wo wir nicht nur stolz sind auf unsere wissenschaftlichen Einrichtungen, sondern wir brauchen ja auch tatsächlich auch wirklich einen Plan dafür, wie wir das machen wollen. Und haben gesagt, dass wir bis 2050 klimaneutral werden wollen. Und ich glaube, wir wissen alle, das ist jetzt auch gesagt worden, wie herausfordernd die Zeit ist. Und jetzt haben wir tatsächlich nochmal die Debatte eröffnet bekommen, dass wir doch sportlicher werden mit dem Thema, weil wir wirklich sehen, wie erforderlich das ist. Ja, da darf man sicherlich applaudieren. Wir müssen uns ein bisschen Mut geben für das Thema. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es auch enorm wichtig, dass wir die Menschen erreichen. Ich glaube, es hängt wirklich an den Einzelnen. Die Frage der Werte spielt eine große Rolle, der Klimawandel. Die Themen sind oft so komplex, das begreifen wir oft, wenn wir das im Einzelnen dann diskutieren, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Schule zu bauen, dann müssen wir Bäume fällen und dann werden Fragen aufgeworfen. Und da ist es hilfreich, wenn wir so ein Filmfestival haben,
dass Interpretationen oder auch Einblicke zulässt. Und solche Filme, wie wir sie auch gerne auszeichnen wollen von der Landeshauptstadt, bringen manchmal die Sachen in 45 Minuten so auf den Punkt, dass man erstmal berührt wird von den Themen. Und Klimawandel, und das weiß ich von den Filmen, die wir dankenswerterweise von der Landeshauptstadt auch in den vergangenen Jahren ausgezeichnet haben, auch dieser Film bringt es wieder so an einen heran, dass wir wissen, da ist ein Auftrag und dafür stehe ich dann auch für die Landeshauptstadt, dass wir das auch wirklich umsetzen mit den Menschen hier. Insofern ein ganz breites Thema und allein, wenn Sie schon versuchen, auf die Kette zu bringen, Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt, Wirtschaft, das sind genau die zentralen Punkte, bei denen wir wirklich tatsächlich einen großen Zugriff haben zu der Frage Klimawandel und Klimaschutz. Und da steckt es natürlich dann auch tatsächlich der Teufel im Detail. Ich bin immer froh, wenn ich dann sagen kann, wo wir schon was erreicht haben. Und dann erreicht mich sofort eine Twitter-Meldung, die sagt, wir müssen doch noch mehr machen. Und das ist, glaube ich, immer so ein Stück, was wir im Auge behalten müssen. Und ich finde, mit Ihrem Filmfestival tun Sie genau das, was uns hilft, immer wieder auch Mut zu schöpfen und gleichzeitig auch zu sehen, wo ist noch was mehr zu machen, wo können wir auch noch vielleicht Ideen entwickeln. Und solche Filme brauchen wir. Und insofern vielen Dank. Und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr und hoffentlich auch noch in vielen anderen Jahren dann weiterhin solche Filme bekommen und Filmemacher haben, die den Mut haben, auch die Kamera mal dahin zu halten, wo es ein bisschen unangenehm wird. Insofern vielen Dank. Ja. Und ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr einen Filmpreis vergeben können. Schönen Dank. Sie machen es mir als Moderator wirklich sehr leicht. Das sage ich auch im Namen von meiner nicht anwesenden Moderatorin. Ja, ich möchte mich bei der Landeshauptstadt Potsdam auch dafür bedanken, dass von Anfang an dieses Bündnis mit uns besteht und dass wir also über all die Jahre gemeinsam an diesem einen Strang ziehen konnten. Schönen Dank. Wir haben auch zu danken. Danke. Dieter Wiedemann. Der Preis der Landeshauptstadt Potsdam für den besten Film zum Klimaschutz geht an den Film Rentiere auf dünnem Eis. Da mache ich eine Vorbemerkung, mal wieder außerhalb des Protokolls. Diesen Film sollten Sie sich im Kino angucken, weil der ist sowas von bildgewaltig. Selbst auf meinen relativ großen Bildschirmen des Fernsehers habe ich viele Besonderheiten des Films nicht erlebt. Ich habe es erst im Kino erlebt, der Filmuniversität. Ich bin dafür dankbar. Und bitteschön, wenn Sie sich den Film angucken, vielleicht finden Sie ja auch ein Kino, das den Film zeigt. Er ist unbedingt notwendig zu sehen. Jetzt zu unserer Begründung. Ein Film über die Auflösung von Ökosystemen im fernen Sibirien mit Bildern, die belegen, was wir schon aus den Nachrichten über Kipppunkte des Klimawandels wissen, aber so noch nie gesehen haben. Und das stimmt, wir haben es so noch nie gesehen. Die russische Arktis wird als wahrer Schmelztiegel präsentiert, der Permafrost haut und reißt gewaltige Canyons in die Landschaft, in denen nicht nur alte Mammutknochen, sondern auch ein 35.000 Jahre alter Virus freigelegt wurde. Was er verursachen könnte, lässt uns in der Corona-Pandemie geradezu den Atem stocken. Es wird angedeutet, wird aber noch nicht erklärt. Betroffen sind die Ureinwohner, das Volk der Lenzen. In immer wärmeren Wintern beeinträchtigt das dünne Eis nicht nur die Wanderrouten für Nahrung der Rentiere über den zugefrorenen Fluss Ob, sondern könnte auch als Metapher für die weltweite Klimakatastrophe Menschheit auf dünnem Eis heißen. Die Jury möchte diesen Film mit dem Preis der Landeshauptstadt Potsdam für den besten Klimaschutzfilm würdigen. Jetzt kommt noch mal eine private Anmerkung. Ich hätte mir vorstellen können, dass die Band zu diesem Film auch etwas Musik gemacht hätte. Dann wäre es etwas russischer geworden. Danke. Das passiert ja hinterher. Okay. Also erstmal den Filmausschnitt. Arktische Nomaden sind mit ihren Rentieren auf dem Weg ins Inland. Die Weideplätze der Nenzen nahe der Küste liegen unter Schnee begraben.
Der Weg ist mühsam. Doch die Wanderungen sind Teil ihres Daseins. Im Rhythmus der Jahreszeiten pendeln sie zwischen Sommer- und Winterweiden. Am Ufer des Flusses Ob kommt die Prozession unverhofft zum Stehen. Mehrere Kilometer breit ist der Strom. Doch sie müssen ans andere Ufer. Skepsis bei den Ältesten. Die Alten sagten, es ist der Weg in die Hölle und verboten uns, dorthin zu gehen. Doch wir sind trotzdem hin, wieder und wieder. Keiner von uns hat verstanden, was das ist. Mit jedem Jahr wurde es breiter. Da haben wir begriffen, dass dies Erdgeschichte in Echtzeit ist. Vor den Männern öffnet sich ein Megaslag, ein gigantischer Kollaps aufgetauten Permafrostes. Entstanden ist ein gewaltiger Abgrund. Batagay ist der größte bekannte Kessel dieser Art. Über einen Kilometer zieht sich der eisige Canyon. Der Einschnitt ist eine Fundgrube der Erdgeschichte. Gelegentlich wagen sich Menschen in den kalten Schlund. Knochenjäger, die Glücksritter Sibiriens, streifen im Sommer durch die Canyons. Die Tauprozesse legen Jahrtausende altes organisches Material frei. Man hat dort viele Knochen gefunden. Das waren meistens Stoßzähne oder Bisonknochen. Auch welche vom Nashorn, die aber nur einmal. Dazu Rückenwirbel und etwas Kopfähnliches und Knochensplitter. Die Stoßzähne waren meist nicht komplett, aber wogen so um die 60 bis 65 Kilogramm, manchmal sogar 70 Kilogramm. Und vor 3 Jahren wurde ein Urpferdchen gefunden, das war noch ganz erhalten, mit Fleisch und Fell daran. Das Problem? Mit Sibiriens Dauerfrostböden tauen nicht nur Knochen auf. Weiteres organisches Material, Felle, Fleischreste, 20, 50, 100.000 Jahre im Eis konserviert, gelangen nun ans Licht und in die Stoffkreisläufe der Gegenwart. Bei der Analyse der Substanzen machten Forscher Entdeckungen, die ebenso aufregend wie beunruhigend sind. Das hier ist tatsächlich eine Art neue Lebensform. Ein Megavirus aus Sibirien, das vor 30.000 Jahren entstand. Und dieses Ding ist ungefähr 20 Mal länger als ein gewöhnliches Virus, mit einem Volumen etwa 8.000 Mal größer. Das ist bemerkenswert, wenn Sie sich vorstellen, dass genau dieses Virus nun lebendig und wohlauf in unserem Labor lebt. Is actually now alive and well in our laboratory.
Der Permafrost in der Arktis schmilzt bzw. taut, um es genauer zu sagen. Viele Dinge, die eingeschlossen sind im Permafrost, auch in sehr altem Permafrost, kommen nun in unserer Zeit zum Vorschein. Wenn nun einige dieser noch sehr lebendigen Viren krankmachend sind für Menschen, Tiere oder Pflanzen, dann haben wir mit dem Abtauen des Permafrosts reale Risiken. Dass diese Gefahr real ist, wurde 2016 schlagartig klar. Auf der Jamal-Halbinsel im Norden Russlands erkrankten zuerst Rentiere, dann Nomaden an einer unerwarteten Seuche. Als der erste Mensch starb, übernahm ein Sonderkommando die Kontrolle. Und das sind die potenziellen Risikogebiete, in denen Milzbrand 2016 bestätigt wurde. Es war eine große Katastrophe für die Rentierzucht, dass die Seuche auf der Jamal-Halbinsel ausbrach. Die Spezialisten bestätigten, dass es sich tatsächlich um Milzbrand handelte. Eine sehr ernstzunehmende Infektion, gefährlich für Tiere und Menschen. Es war klar, dass sofort etwas unternommen werden musste. Milzbrand ist hoch ansteckend und kann binnen Tagen zum Tod durch Organversagen führen. Die gesamte Region wurde abgeriegelt, um die Seuche einzudämmen. Die Absicht war, alles zu vernichten. Aber es gibt verschiedene Ansätze in der Wissenschaft, wie man in so einer Situation am besten vorgeht. Sollte man Gruben anlegen, biologische Gräber oder doch besser alles verbrennen, und zwar so lange wie möglich? Ein Jahr später nahmen sie Proben an Stellen, an denen Kadaver infizierter Rentiere verbrannt worden waren. Analysen wiesen dort eine sehr hohe Konzentration von Milzbrandbakterien nach. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass dieses Stück Tundra verseucht ist. Und natürlich ist es jetzt eine Sperrzone. Doch dies scheint erst der Anfang. Jetzt haben wir es mit einer völlig neuen Dimension zu tun. Wir reden inzwischen über einen Zeitraum von 35.000 Jahren. Und wir reden über Viren. Viren und vor allem neu entstandene Viren sind wesentlich schwieriger zu behandeln. Man sieht das zum Beispiel bei einer Grippe oder anderen Virusinfektionen. Für einige haben wir überhaupt keine Therapien. Wir haben hier jetzt also ein Problem, das 35.000 Jahre alt ist. Wir wissen nicht genau, was damals dort lebte. Waren es Neandertaler? Waren es andere Menschen? Welche Tiere? Wir wissen nicht, welche Arten dieses Virus infiziert hat. Darüber hinaus ist dieses Virus vollkommen unbekannt. Die Gefahr ist, dass wir mit neuen Viren konfrontiert werden, über die wir absolut nichts wissen und für die unser Immunsystem absolut keine Abwehrkräfte besitzt. Können wir den Film wieder anhalten? Das ist eine technische Panne. Von Jahr zu Jahr werden die Winter hier wärmer. Dankeschön. Da ist irgendwas passiert. Ja, als wir den Film vorige Woche gezeigt haben, hat er alle sehr, sehr beeindruckt. Und einer der beiden Regisseure, Boas Schwarz, ist anwesend. Boas, ich bitte dich, komm bitte nach vorn. Der Film ist von einem Brandenburger Regisseur, Henry M. Mix. Der war übrigens im früheren Leben Tierarzt und hat sein Studio Altai-Film in Grünheide. Und ihr arbeitet schon seit Jahren zusammen. Wir haben noch einen zweiten Film von euch im Festival über die Wolga mit Wladimir Kamina als Sprecher. Also die Russendisco ist bei uns im Festival der Ökofilmtour angekommen. Ja, Boas, wie lange wart ihr in den Weiten Sibiriens für diesen Film? Ihr habt ja auch noch rundherum recherchiert. Vielleicht kannst du uns dazu noch
ein bisschen Auskunft geben. Wir waren insgesamt. Das geht besser, hallo. Wir waren insgesamt über einen Zeitraum von einem halben Jahr unterwegs. Fünfmal war ich dort, immer zusammen mit einem Kollegen aus Moskau. Und dann jeweils so 2-3 Wochen, also schon also relativ intensiv. Du warst intensiv. Der Kameramann und der Kollege aus Moskau war dein zweiter Kameramann. Genau, der war so der Mann für alles, der dafür gesorgt hat, dass alles läuft und hat Drohne geflogen und geguckt, dass ich nicht verloren gehe. Dann sind wir eben immer wieder losgegangen. Es war eigentlich auch so ein bisschen Learning by Doing, weil wir wussten am Anfang gar nicht so richtig, in welche Richtung der Film jetzt eigentlich gehen kann. Vieles hat auch nicht geklappt und dafür dann anderes. Und eigentlich während wir dann gedreht haben, haben wir immer mehr entdeckt und auch während der Drehzeit sind eigentlich immer krassere Sachen passiert, sodass man eigentlich ewig hätte weitermachen können. Wir waren eigentlich selbst von der Dramatik der Entwicklung dort oben überrascht und haben dann aber irgendwann natürlich sagen müssen, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt. Also wir haben selten einen Film im Festival gehabt, eigentlich noch nie, der so dramatisch die Gefahren dieser Klimakrise beschreibt. Ja, also das ist wirklich bemerkenswert. Henry ist jetzt wieder im hohen Norden. Er wäre sonst heute hier gewesen. Zweimal sagte er, sind seine Dreharbeiten wegen Corona verschoben worden. Und er ist nun unheimlich glücklich, dass er drehen kann. Warum bist du nicht mit dabei? Es ist tatsächlich für ihn schon schwierig, da reinzukommen. Jetzt hat sich durch Corona hat sich da die russische Situation ziemlich verschärft. Also es ist immer schwieriger als Ausländer nach Russland zu kommen und ich fahre morgen nach Rumänien. Ah ja, gut. Also wir wünschen euch weiterhin so eine gute Hand, solche berührenden Filme zu machen und herzliche Grüße an Henry. Er wird richtig ja sicherlich, das hat er mir versprochen, dieses Jahr an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung an unserem Seminar teilnehmen und sicherlich dann einigen anderen noch als Quereinsteigern zum Film verhelfen. Dankeschön. Also, schönen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und du bedienst dich wieder selbst. Nee, hinlegen. Das bitte mitnehmen. Das auch mit Inhalt und die Blumen gehören auch dazu. Vielen Dank. So, ein Tisch. Aber jetzt auf Wunsch eines einzelnen Professors euer Titel. Ja, sehr gerne. Aber die Gegend, die da gezeigt wurde, ist von der Gegend, wo wir herkommen, nicht weniger entfernt als von hier. Das ist ziemlich weit weg. Und die Sitten sind da anders. Und da trinkt man auch viel mehr als bei uns. Ja, das ist kein Witz, das ist ein großes Problem. Nicht weniger als das Klimaproblem da im Fernosten. Ja, aber wir spielen ein russisches Lied, das wahrscheinlich man auch dort singt. Da gibt es auch genügend Russen da drüben. Kazak heißt das Lied. Ready, steady. Шел казак на побывку домой. Шел он лесом дорогой прямой, обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной, обломилась доска, подвела казака. Искупался в воде ледяной.
крутой дирижер. И костер над рекою зажег. Мимо девушка шла и к нему подошла. Что случилось с тобою, дружок? Мимо девушка шла и к нему подошла. Что случилось с тобою, дружок? Ты шла бахом на ее вороте, на асфальте края каблуки. Ты шла бахом на ее вороте, на асфальте края каблуки. А я, молоденькая мальчонка, стоял, вздыхая от тоски. Послушай, мальчик, я пьяна, тебе сказала с полтом тела. Послушай, мальчик, я пьяна, тебе сказала с полтом тела. А ветер ласково хватал мое дающееся тело. Промчались годы и невзгоды. Промчались годы и невзгоды. И я поист достал заплав. И ты поист достал заплав. Промчались годы и невзгоды. Промчались годы и невзгоды. И я поист достал заплав. И ты поист достал заплав. Вон гору с матерь нас знакомы. Е-е-е. Я чисто спятся по ночам. Послушай, мальчик, я пьяна. Алкоголь пьяна с тобой иду я. Послушай, мальчик, я пьяна. Так подари любовь свою, за пару пьяных поцелуев, за пару пьяных поцелуев, за пару пьяных поцелуев. Послушай, мальчик, я пьяна. Послушай, мальчик, я пьяна, говно пьяна с тобой иду я. Так подари любовь свою, за пару пьяных поцелуев, поцелуев, е. За пару пьяных поцелуев, поцелуев, е. За пару пьяных поцелуев. Послушай, мальчик, я пьяна. Казак тот еще молодой, да к тому же еще холостой. Эх, да щечка доска подвела казака, не дошел он до дому весной. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Preis, nämlich dem Preis für die beste künstlerische Leistung. Das Geld für diesen Preis gibt uns das Medienboard Berlin-Brandenburg, aber es war keiner da, der heute Zeit hatte, zu uns zu kommen. Wir haben das auf 2022 vertagt und das ist ja dann auch schon im April. Also das geht dann doch recht schnell. Dieter Wiedemann, ich bitte dich, diesen Preis zu verkünden.
Preis für die beste künstlerische Leistung geht an den Film Mazel-Tov Cocktail. Herzlichen Glückwunsch an die Filmakademie Baden-Württemberg. Ich gebe diesen Preis besonders gern. Unsere Begründung lautet, und da mache ich wieder eine Vorbemerkung, Herr Ruppelt, ich wünschte mir, dass Sie jetzt zuständig für Bildung wären. Dann würde ich nämlich empfehlen, dass dieser Film Pflicht für alle Schulen wird. Ich würde diesen Film in allen Schulen als Pflichtfilm einsetzen. Aber das jetzt als meine private Vorbemerkung. Dann kommt noch eine private Bemerkung. Der Film von Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg, ganz im Zeitgeist einer oft falsch verstandenen Political Correctness, ist wie seine Macher jung, frech und will provozieren. Das gelingt ihm gut durch den sympathischen Hauptdarsteller Alexander Wertmann, den ich wirklich bewundert habe in dieser Rolle, und die Art, wie er immer wieder aus der Fiktion heraustritt und die Handlung ironisch kommentiert. Es geht um Antisemitismus und spart die Last der Geschichte nicht aus. Schnelle Schnitte, Textbotschaften wie aus Comics und ein gelungener Humor. Der Film beeindruckt wegen seiner klaren Botschaft. Ein wahrer Cocktail an Umweltproblemen des jüdischen Lebens bei uns und für die Verbesserung des Klimas an Schulen. Denn Jugend ist die Hälfte des Publikums der Ökofilmtour. Der Preis für die beste künstlerische Leistung wurde auch von der Jugendjury empfohlen. Die Erwachsenenjury hat sich dann durchgesetzt, weil sie gesagt hat, also wenn Sie das Preisprozedere kennen, es gibt immer Filme, die besonders für die Jugendjury empfohlen werden, und dann gibt es Filme, die für die Erwachsenenjury sind. Und dieser Film war für die Jugendjury nicht besonders empfohlen. Da haben wir uns als Erwachsenenjury durchgesetzt. Ich will noch mal eine private Anmerkung machen. Liebe Gäste, dieser Film ist ungeheuer wichtig in dieser Zeit, und ich meine das ganz ernst. Dieser Film muss gezeigt werden, weil Antisemitismus ja gerade in der Gegenwart keine Ausnahme mehr ist. Und ich wünsche mir, dass über diesen Film intensiv diskutiert wird, auch über seine Machart. Und ich wünsche den Produzentinnen und Produzenten des Films, dass dieser Film nicht in irgendeiner Schublade landet, sondern dass er wirklich in die Kinos kommt, vielleicht auch in die Schülerfilmwochen, in die Schulfilmwochen, weil solche Filme brauchen wir. Und das meine ich ganz im Ernst. Und ich wünsche den Macherinnen und Machern sehr viel Erfolg, auch dem Schauspieler, von dem ich weiß, dass er inzwischen in einem Theater spielt. Aber vergessen wir diese Art Filme nicht. Die letzten beiden Filme sind mir besonders ans Herz gewachsen, das werden Sie gemerkt haben. Und ich bleibe auch dabei. Und dieser letzte Film war der absolute Hammer für mich. Gucken Sie sich den Film an. Leider werden wir ihn nicht zeigen können. Doch, wir werden einen sehr langen Ausschnitt zeigen. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Also wünsche ich uns und den Macherinnen und Machern viel Erfolg mit diesem Film. Wir brauchen solche Filme. Wieder aus. Was ist ein Deutscher? Michelle, magst du mir beim Abschüttern helfen? Was gibt's noch zu helfen bei deinem Minischwanz? Wieso ich? Deinem Freund wurde doch der Pimmel abgeschnitten bei seiner komischen Bar Mitzwa, Alter. Oh, fuck! Der Bastard, Alter. Weißt du, was man früher mit dir gemacht hätte? Was denn? Was denn? Ja, was denn?
Sie haben den Wichser richtig verstanden. Ich bin Jude. Richtiger, lebendiger Jude. Jude? Ich bin Dima. Dimitri Liebermann. Ja, ja, aber an mich russisch-jüdischen Passdeutschen denken die meisten natürlich nicht, wenn sie das Wort Jude hören. Vielleicht liegt es daran. Weißt du, was man früher mit dir gemacht hätte? In deutschen Filmen werden Juden meistens nur in Schwarz-Weiß gezeigt. Wir schlagen selten zurück. Oh, ist doch geil, oder? Direkt viel jüdischer, ne? Aber so ein Film ist das hier nicht. Spaß, Mann. Und wenn wir heute zum Glück sagen können, dass wir klimapositiv sind, also wir investieren das, was wir nicht vermeiden können, wieder in die Landwirtschaft, dass wir mit Grünflächenbegrünung CO2 durch Photosynthese binden, wieder in den Boden bringen, Bodenschutz machen, Ökologie fördern, dadurch Wasserschutz halt machen, da sind wir eigentlich ja ganz nah hier an dem Thema halt dran. Und freue mich umso mehr an dem heutigen Tag, wo es ja ganz viel um Klima halt geht, dass wir ausgerechnet heute, weil ich wusste ja gar nicht, welchen Film denn letztendlich prämiert wird, einen Film prämieren, der genau... Nein, ich werde nichts verraten. Aber dass wir einen Film heute, dass die Jury ausgewählt hat, der genau einfach auf unser Thema komplett einzahlt und mich eigentlich ein bisschen ehrt und freut, dass das einfach so wunderbar zusammenpasst. So. Und, Frank, darf ich dich mal unterbrechen? Jetzt ist meine Frage, wir haben von den 11 Juroren der Jugendjury nur eine einzige hier und die sagte mir vorhin, dass sie sich nicht gut fühlt. Geht es, ja? Dann komm bitte her ans Mikrofon und die Jugendjury hat die eigene Bewertung für diesen Film. Ja, genau. Ich bin Liv von Fridays for Future und damit wir nicht erst 2050 in Potsdam klimaneutral sind, die Permafrostböden nicht weiter so schnell auftauen und wir auch weiterhin Wasser, ja, nicht nur Knappheit zur Verfügung haben, engagiere ich mich hier. Und ich möchte mich bei Katrin Pitterling und dem Filmteam von Aufschrei der Jugendgeneration Fridays for Future für diese wirklich bewegende Dokumentation der Fridays for Future Bewegung bedanken. Die Dokumentation hat mich persönlich berührt und uns allen, denke ich, einen Spiegel vorgehalten und vor allem ermutigt, weiterhin für das 1,5-Grad-Ziel zu kämpfen. Ich empfinde sie als eine realistische Darstellung der Bewegung über einen wirklich wahnsinnig langen Zeitraum mit erstaunlich vielen Protagonisten. Ich bin erstaunt, wie tief sie in die Materie eingestiegen sind und wertungsfrei sowie, naja, hochachtungsvoll berichten konnten. Es ist meiner Meinung nach wunderbar gelungen, das innere Chaos sowie die dazugehörige Lebendigkeit unseres Aktivismus sowie unsere Angst darzustellen. Die Dokumentation wirft für uns Fragen im Allgemeinen über soziale Bewegungen auf und beschreibt die Komplexität dieser ganz konkret an einem Beispiel. Sie macht Mut und
ja, hilft uns, einander besser zu verstehen, so würde ich sagen. Und weil ich gemerkt habe, dass man hier persönliche Meinungen abgeben kann, möchte ich sagen, dass diese Dokumentation für mich, naja, sinnbildlich steht und ich sie als Beschreibung von Fridays for Future Berlin, Fridays for Future Potsdam nutzen würde. Wir möchten uns heute hier mit dem Kinder- und Jugendfilmpreis der Rheinsberger Preußenquelle bedanken und ja, Dankeschön. Ja, und bevor wir die Regisseurin hier nach vorne rufen, Katrin Pitterling, gucken wir uns noch einen Ausschnitt an. Kleinen Moment, hier vorne bleibt man. Happy Birthday to us! Happy Birthday to us! Happy Birthday, Fridays for Future! Happy Birthday to us! Ich glaube nicht, dass es vor einem Jahr irgendwen gab, der gedacht hat, dass wir immer noch hier stehen. Grüße gehen raus an alle Menschen, die damals gesagt haben, es sei unmöglich. Fickt euch! Okay. Frau Lehmann, wie gehen Sie mit der aktuellen Lage eigentlich um? Oh, Scheiße. Corona. So, ich wach morgens auf und denke mir, shit, die ganzen Leute, die haben alle nichts zu tun. Die wenden sich uns ab. FFF ist so mein Leben. Wenn FFF irgendwie nicht mehr weitergehen würde, dann wüsste ich halt auch nicht mehr irgendwie, was ich mit mir anfangen soll. Und gerade bei so Perspektiven, wie das unser Großstreik abgesagt werden könnte, da kann ich einfach nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, wir haben so lange gekämpft, wir haben so viel gemacht, wir laufen uns gerade alle wieder so aus. Wir waren also ein bisschen Corona-Depression-mäßig unterwegs. Habt ihr die geilsten Ideen? Wir müssen jetzt irgendwie loslegen, so Schilder malen, wir wollen einen Livestream machen. Okay, Leute, malt ein Schild. Schild, wie viele sind das? Halleluja! Oh, lololi moli. Hashtag heißt dann Fight Every Crisis. Richtig. Okay. 4, 3, 2, 2 und? 1. Und ihr könnt mich sehen, ihr könnt mich hören. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Clueso wird heute hier da sein, wird seine neue Single vorstellen. Lena Meyer-Landrut ist hier, Eckart von Hirschhausen, Mowgli, Bosse. Also es sind eine ganze Menge Leute, die diese Aktion heute hier unterstützen. Und die gute Nachricht ist, wir sind jetzt schon über 19.000 Zuschauer. Das heißt, wir sind die größte Online-Demo aller Zeiten. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam mit Lina ein Stück näher ran an die Schilder und können auch schon die ersten sehen, was ihr eingesendet habt, die jetzt hier auf dem Platz liegen und die hier wahrscheinlich noch bis 16 Uhr ausgebreitet werden. Katrin Pitterling ist da. Sie hat auch ihren Schnittmeister mitgebracht. Nö? Gut. Also, liebe Katrin, herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Erfolg. Also die Jugendjury war übereinstimmend der Meinung. Also ich muss dazu noch sagen, wir haben das Ganze natürlich nur im Netz machen können. Nicht? Also das ist immer was anderes, wenn man sich persönlich trifft. Das war recht kompliziert, auch in der Findung. Aber von Anfang an hat die Jugendjury sich für diesen Film stark gemacht. Und alle Einwände, die so von älteren Juroren kamen, ich habe daran nicht teilgenommen. Ich bin ja der Festivalleiter. Ich darf mich da nicht einmischen. Ich kann nur berichten, dass das also von A bis Z der große Erfolg war. Wie kam es dazu? Es gab Einwände? Nein, es gab keine Einwände, es gab sozusagen andere Vorschläge. Ja. Ja, wie das immer in der Jury so ist. Nein, Einwände waren das nicht. Aber es war bis zum Schluss eben erkämpft, sagen wir es mal so. Ja, wie kam es zu dem Film? Wie hast du von Anfang an diese ganze Bewegung mitverfolgen können? Das ist unverständlich, also für mich zumindest. Warst du begeistert jetzt von Stockholm und was dort
passiert ist oder wie hat sich das so zusammengefügt? Ja, es hat mich erstaunt, als ich gehört habe, dass tatsächlich in Deutschland Schüler nicht in die Schule gehen, freitags. Also, dass sie sich das trauen. Das erschien mir irgendwie ungeheuerlich bei unserem rigiden Schulsystem. Und ich wollte wissen, wer ist das, wer macht das und habe herausgefunden. Aber Greta kanntest du schon, also die Nachrichten. Ja, aber sie war ja weit weg, sie war ja nicht bei uns. Mhm. Und habe herausgefunden, wo die sich treffen in Berlin und bin hin und habe sie da bei ihrem ersten Treffen, als Leute kamen, erlebt in all diesem Chaos, was wir im Film auch sehen werden. Und aber auch dieser unglaublichen, diesem Willen und dieser Kreativität, das zu lösen, etwas zu finden, was alles möglich macht, wie sie zusammenarbeiten können. Und habe direkt gewusst, ich will das festhalten, ich möchte sehen, was mit ihnen passiert. Und das war im Februar 2019. Und mir ist aber ganz wichtig zu sagen, Liv, ich danke dir für deine Worte, die bedeuten mir sehr, sehr viel, weil ich habe jetzt 10, 12, 15 Jugendliche in Berlin begleitet. Aber die stehen natürlich absolut exemplarisch für alle in Deutschland, für alle Jugendlichen, die sich in diesem Maße engagieren. Und dafür soll auch dieser Film stehen. Und das erste Mal habe ich den Film so kurz vor oder kurz nach Mitternacht gesehen. Also die ARD ist damit nicht gut umgegangen, fand ich. Und jetzt sagtest du mir, kommt er in die Kinos. Ja, heute habe ich es erfahren. Also an alle, die ihn sich im Kino anschauen wollen, er läuft ab. Die Premiere ist am 28.10. in Berlin im Kino International und dann wird er auch im Kino zu sehen sein. Wunderbar. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Bedien dich von all dem, was hier für dich aufgebaut ist. Dankeschön. So, nochmal herzlichen Applaus. Ja, und wir haben den glücklichen Umstand, dass wir einen kurzen Film, ein ganz kurzes Porträt einer unserer jugendlichen Juroren, nämlich aus Neuruppin, für das nächste Festival eingereicht bekommen haben. Und da das ein ganz kurzer Film ist, haben wir gedacht, zeigen wir Ihnen mal, wie so ein junger Mensch in Neuruppin tickt. Emma war Mitglied dieser elfköpfigen Jugendjury. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich einen Burnout hatte, aber halt schon sowas wie die Perspektive verlieren, wann Schluss ist. Die erste Fridays for Future Demo, auf der ich war, das war Anfang Februar 2019 und zwar auch hier in Neuruppin. Da waren halt lauter andere Leute, die dasselbe Ziel hatten wie man selber und man hatte das Gefühl, wirklich eine Stimme zu haben und wirklich was bewirken zu können. Bei den ersten Orga-Treffen war ich immer ziemlich nervös und ganz schön aufgeregt davor halt. Aber so von Mal zu Mal, als ich dann noch selber irgendwie kleine Sachen übernommen habe, kam das dann so ganz, ganz natürlich. Also ich meine, das war im März 2019, nach Berlin gefahren zu einer FFF-Demo, wo auch Greta Thunberg dabei war. Und ich glaube, wir waren damals so 30.000 Leute oder so. Und alle waren so laut und haben so Sprüche gerufen und die Stimmung war einfach so krass. Ja, und man wird da halt wirklich einfach mit Endorphinen überschüttet. Als ich dann zurückkam und wir das nächste Orga-Treffen hatten im Mittendrin, haben wir überlegt, ja, wir müssen irgendwie eine delegierte Person wählen von unserer Ortsgruppe. Und dann meinten die so, ja, kann doch Emma das machen, die ist ja noch so jung und die ist hier noch ein paar Jahre. Dann habe ich so, ja, okay.
zu der Zeit halt gab es wöchentliche Orga-Treffen und meistens noch zusätzliche Treffen, irgendwie Plakate zu verteilen oder Banner zu malen und dann halt sehr viel Arbeit irgendwie am Handy oder am Laptop, um Social Media zu machen, E-Mails ans Ordnungsamt zu schreiben. Und es war dann eher so, das hier ist Fridays for Future und das hier ist Schule, so. Ein Höhepunkt, den wir in Neuruppin auf jeden Fall hatten, das war im September 2019 am globalen Klimastreik. Wir hatten 150 angemeldet und dann waren halt 1000 Leute auf einmal da. Das ist schon die Belohnung dafür, für die ganzen Wochen Arbeit, die man davor da reingesteckt hat. Was mir der Aktivismus da so zu der Zeit gegeben hat, war zum einen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ja, das und halt das Gefühl, was bewirken zu können und dass das, wofür ich meine so viel Zeit investiere, dass das sinnvoll ist. Also am Anfang war ich immer total überfordert. Wenn jemand halt eine total andere Meinung hatte als ich, ich wurde einfach total, einfach nur wütend. Hab da mal auch nach einer Weile gemerkt, es bringt überhaupt nichts. Du kannst ja niemanden überzeugen von deiner Meinung, wenn du ihm Vorwürfe dabei machst. Also ob ich mich ernst genommen fühle, ja eigentlich allgemein schon. Es geht immer so darum, oh junge Leute, und es ist ja so toll, dass ihr euch engagiert und wir finden das ja super. Aber es wird halt trotzdem nichts gemacht und das eigentliche Thema, weswegen wir es ja machen, wird vergessen. Ich würde mich ja nicht überall einfach so engagieren, sondern es hat ja einen Grund, dass ich das hier mache. Zu der Zeit, als ich am meisten zu tun hatte, da hat gefühlt mein Leben nur aus To-Do-Listen bestanden, so. Und es ging dann meistens auch bis nachts irgendwann hatte ich dann zu tun und ich habe echt schlecht geschlafen immer. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich einen Burnout hatte, aber halt schon sowas wie Überarbeitung und einfach die Perspektive verlieren, wann Schluss ist, so. Das ist ja jedenfalls beim Klimaaktivismus genau das, was wir kritisieren, dieses kapitalistische System halt, diese Ausbeutung. Und dabei fällt uns gar nicht auf, dass wir uns selber teilweise auch ausbeuten. Ja, dann kam Corona und ich bin gar nicht damit klargekommen, Freizeit zu haben. Ich wusste gar nichts mehr mit mir anzufangen und dachte, ich muss doch jetzt hier irgendwas machen, es muss doch irgendwas geben, was ich tun kann, so. Ja, aber irgendwann habe ich mich halt dran gewöhnt und auch wieder andere Sachen aufgegriffen, bin wieder alleine irgendwie in die Natur gefahren und so. Ich glaube, der Beginn so von Fridays for Future, das war bis dahin so die größte Veränderung in meinem Leben. Also ich habe hier auf jeden Fall gelernt, wie es wirklich ist, Verantwortung zu übernehmen, dass man sich dann nicht einschüchtern lässt. Ja, auch als junge Person oder auch als Frau. Also es hat mein Leben natürlich schon total auf den Kopf gestellt. Aber jetzt glaube ich, das ist halt auch nur der Anfang von irgendwas. Ja, das ist die dritte Einreichung der Landeszentrale für politische Bildung. Wir zeigen diese Filme immer als Vorfilm, besonders in Veranstaltungen auch mit Jugendlichen. Und das ist schon für das nächste Festival, was Sie eben gesehen haben. Aber weil Emma so aktiv in unserer Jugendjury mitdiskutiert hat und sich durchgesetzt hat, haben wir gedacht, das wäre jetzt der richtige Punkt. Jetzt müsste ich nämlich das Mikrofon an mich selbst übergeben. Jetzt bin ich der Festivalleiter, der das Schlusswort hat. Und ich habe nicht bloß das Schlusswort, indem ich mich bei allen meinen Mitarbeitern im kleinen Team der Ökofilmtour herzlich bedanken will, sondern ich habe auch noch eine Mission. Und zwar eine Ehrenmedaille für langjährige Partnerschaft mit dem Festival für Umwelt- und Naturfilme
Ökofilmtour. Und ich bitte Professor Dr. Wilhelm Günther Fason nach vorn. Er ist der vorige Woche scheidende Präsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und ich glaube unser langjährigster Verbündeter. Ich habe ja vorhin schon einiges gesagt, was wir in Eberswalde schon gemeinsam gemacht haben. Zum Dank für die Unterstützung des Festivals seit 2000 verleihen wir dir diese Ehrenmedaille von 2020, als du zum letzten Male in der Aula der Tournee durch das Land Brandenburg, die Tournee durch das Land Brandenburg eröffnet hast. Und das, was ich jetzt sage, gilt auch allen anderen Medaillengewinnern. Sie ist ein Unikat des 2014 verstorbenen Brandenburger Bildhauers, Malers und Medailleurs Gerhard Rommel, Meisterschüler von Fritz Krämer. Das ist der, der die Buchenwald-Gruppe gestaltet hat und Mitglied der Akademie der Künste der DDR, die seit dem ersten Festival jedem Preisträger verliehen wird. 2006 war diese Medaille selbst Preisträger eines Medaillenfestivals in Kalifornien in den USA. Und damit wisst ihr alle, die einen Preis heute bekommen haben, wie wertvoll das ist. Wir haben nämlich im vorigen Jahr noch einen Satz, keinen Publikumspreis verliehen, weil das ungerecht gewesen wäre. Zu den Corona-Zeiten, du weißt ja, wir haben diese blauen Tippscheine überall und da hatten wir so gut wie keine. Und auch im Internet hat es nicht richtig funktioniert. Wir haben also mithilfe von einem Programmierer eine Möglichkeit geschaffen, im Internet für die Filme abzustimmen. Aber das geht so nicht. Also Erfahrung muss man sammeln und darum ist diese schöne Medaille für dich da. Und als Publikumspreis ist das doch hervorragend passend, oder nicht? Ich gehörte immer zu dem ganz aufmerksamen Publikum bei der Ökofilmtour und möchte mich ganz einfach für die vielen Jahre bedanken, auch bei dir, weil das haben wir nicht aus irgendwie so selber uns ausgedacht oder dieses Ökofilmfestival oder die Ökomedia-Filmtour, was war es am Anfang? 9 Jahre lang vorher. 9 Jahre lang vorher und die Kinder- und Jugendveranstaltungen, die dann immer auch die Hochschule gefüllt hat, das waren Initiativen von euch, vom Föhn, wo ihr mit einer guten Idee und jetzt nimm es mir nicht übel, aber auch mit hinreichend irrem Blick auf uns zugekommen seid und gesagt habt, das müssen wir jetzt machen. Und wenn Ernst Alfred Müller vor einem steht und sagt, das hat man gar keine Chance, da zu widersprechen. Wir können das. Ich bin sehr froh, dass es diese Chance nicht gab und dass das über 20 Jahre und vielleicht hoffentlich auch noch länger so weitergehen wird. Denn es hat wirklich neue Ideen, andere Ideen in die Hochschule gebracht und es passt auch wiederum auf das Profil der Hochschule wie, ja, jetzt müsste man bei dem einen Film Mazel Tov wie Faust auf Nase sagen, ganz hervorragend. Und was mir so auffällt, so wenn ich so die 20 Jahre kurz Revue passieren lasse, ganz kurz, es hat sich ja auch in der Ökofilmtour einiges geändert. Die Themen sind nicht mehr so allein auf Ökologie ausgerichtet, auf Natur ausgerichtet, sondern, wie wir es gerade heute gesehen haben, sehr viel weiter, sehr viel gesellschaftlich anspruchsvoller. Und das ist, glaube ich, auch ein Weg, den unsere Hochschule beschritten hat. Wir sehen, manchmal gibt es Entwicklungen. Ich habe heute gesehen, wie du versucht hast, den Film zu stoppen. Entwicklungen, die man so sieht, wo man sagt, jetzt müssen wir doch den Film endlich stoppen. Und das geht dann nicht. Also solche Filme, die dann ablaufen, kann man nicht stoppen. Man muss sehen, dass man sich da irgendwie wieder entgegenwendet. Und da ist, glaube ich, genau die Aufgabe der Hochschule. Heute sind das dann die Change Agents, die ausgebildet werden, um zu sehen, wie man die Kurve tatsächlich noch kriegen kann, um den Film dann vielleicht langsamer werden zu lassen oder dann in ein Happy End ausgehen zu lassen.
Ich freue mich sehr. Ich fand das immer sehr bereichernd. Und es gibt, wie gesagt, jede Menge Ideen, die in die Hochschule dann reingebracht werden. Und ich freue mich sehr, dass mein Nachfolger Matthias Barth, der ja auch hier schon den Preis verliehen hat, dass er das weitermachen wird, weil das ist wirklich dann ein Erlebnis, wenn Ernst Alfred Müller mit Michel Succo und ich weiß nicht wie viele Studenten in der knallengen Aula, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bis früh um 2 diskutiert und dann morgens um 9 wieder bei dem Kinderfilmfestival auf der Matte steht. Ganz herzlichen Dank an dich, ganz herzlichen Dank an das gesamte Team und alles Gute weiterhin auf dem Weg. Und hierüber freue ich mich sehr. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ich nehme das gerne als Schlusswort unserer heutigen Veranstaltung. Wir hören natürlich noch einen Titel von unserer Band Bayern. Nimm das bitte für Vera mit. Nicht alles auf einem. So, und wir treffen uns dann anschließend draußen noch zu einem kleinen Imbiss und zu Getränken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Abend so richtig ausklingen lassen können. Kommen Sie dann anschließend auch noch gut nach Hause. Schönen Dank. Moldovaneska heißt das leider letzte Stück. Wir haben schon ein großes Programm vorbereitet, wo es um die Form, den Inhalt geht, um Tod und Leben, aber jetzt haben wir... Und hau ab. Hau ab. Ja. Das wäre ein Rausschmeißen. Als Klasse. Zugabe können wir hau ab. Aber erstmal spielen wir Moldovaneska, ein schönes Instrumental. Gut. Come on. Thank you.
Vielen Dank für den warmen Empfang. Und ganz zum Schluss können wir noch ein kurzes Liedchen spielen. Also wir spielen gerne, es liegt an Sie. Wollen wir noch eine Zugabe hören? Ja. Ja, ja, ein kurzes Lied darf sein. Ja, zu diesem Lied über welches? Über den Jungen. Ja, okay. Hatten Sie auch ein vielleicht was mit dem Thema was zu tun hat. Wenn man nach der Form irgendwie alles sortiert. Also das Stückchen heißt Hau ab. Ja, ja. Hau ab, das ist nicht dein Haus. Raus aus meinem Haus. Dein Kopf ist Quadrat und mein ist rund. Hau ab, du fremder Schweinehund. Hau ab, das ist meine Frau. Denk immer wie ich. Ganz genau, mein Kopf ist Quadrat und ihr ist rund. Hau ab, du fremder Schweinehund. Das hängt uns zusammen, wir sind wirklich rund. Und du siehst aus wie ein Schweinehund. Dein Kopf ist Quadrat und das darf nicht sein. Hau ab, du fremdes Hundeschwein. Schweine weit und breit. Ja, 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 wir sind so weit. Hundeschweine überall. Hause, Hause, auf die Schnauze. Hundeschweine weit und breit. Ah! Das war der richtige Rausschmeißer. Das war der richtige Rausschmeißer. Ich möchte mich im Namen von allen ganz herzlich bei euch bedanken. Und ihr seid alle eingeladen, jetzt bei dem Beisammensein dabei zu sein.